So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen, denn wir haben wieder mal was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Ihr wisst ja, wenn es um Energy Drinks geht, ich bin nicht der größte Fan von Energy Drinks, keine Ahnung. Es gibt ja Leute, die schütten sich das tagtäglich rein, frühs, mittags, abends, die können gar nicht mehr ohne, genau wie die Kaffeetrinker, genau wie die Raucher, genau wie die Pizzaesser, das bin ich wahrscheinlich der Letzte. Und wenn es aber trotzdem drauf ankommt, mal einen Energy zu trinken, dann mag ich ganz gerne die Booster-Marke. Ja, hab im Netto gearbeitet, 200 Jahre lang. Da war das dann immer im Angebot, da habe ich das immer eingeräumt. Da habe ich immer ganzen Stiege mitgenommen, wenn es im Angebot war. Gerade Booster-Cola fand ich immer richtig cool. Oder auch das Schwarze, das Zuckerfreie, ist das einzigste Zero-Getränk, was ich irgendwie finde, dass es trotzdem schmeckt. Immer wieder bringt Booster neue Sorten dabei raus. Kennt ihr zum Beispiel noch Booster Coffee? Ja, die haben so einen Energy Drink mit Kaffeegeschmack gemacht, was wie kalt abgestandener Kaffee geschmeckt hat, war richtig räudig. Das war Booster. Aber Booster kann auch anders. Jetzt haben wir hier wieder drei Sorten. Eine kenne ich schon. Die zweite habe ich die Tage kennengelernt und eine kenne ich gar nicht, wie ich das so sehe. Wir haben nämlich diese drei Booster-Sorten hier, die wir heute mal probieren wollen, die wir heute mal, ich will das irgendwie so in die Kamera halten, dass ich das fürs Thumbnail nehmen kann. Die drei Booster-Sorten. So, da ist dabei Booster Red Punch. Das ist, glaube ich, der älteste von den dreien. Wenn ihr den schon kennt, schreibt es mal in die Kommentare. Booster Red Punch mit, ja, keine Ahnung, wie man das, wo man einfach mit Booster Red Punch richtig durchstarten. Bam, das steht eigentlich gar nicht großartig. Immer irgendwie was drauf, was so irgendwie ist. Also Booster Red Punch. Dann haben wir hier den Booster Enjoy Your Life Hemp. Also diesen hässlichen, so hanfmäßig, die Leute irgendwie, ah ja, komm, wir sind auch cool, wir schweben auf der Masse mit, dass wir überall jetzt Hanf reinpacken. Habe ich letztens drei Dosen gekauft, habe eine getrunken, eine wollte ich Pupsi andrehen, eine kriegt ihr jetzt hier zu sehen, ich werde es nochmal testen. Letztens vielleicht noch wegen Coronis, hatte ich nicht so viel Geschmack, jetzt nochmal probieren, wie das schmeckt, aber ich habe von vielen gehört, dass der halt richtig gar nichts schmeckt, dass das einfach gar nichts ist. Und eins hat Pupsi mir mitgebracht, das kenne ich überhaupt gar nicht. Dieses hier sieht aus wieder wie ein Campino. Booster Play Orange. Orange Vanille. Ein Orange Vanille Getränk von Booster finde ich auf jeden Fall sehr interessant. Die werde ich jetzt mir alle hier hinstellen. Wir fangen mal mit dem Red Punch an. Am Ende möchte ich dann in guter Badland Chucks Manier einfach ein Krug von allen drei zusammen reinsüppeln. Ich habe nämlich mega Durst. Ich habe den ganzen Tag noch nichts getrunken. Bitte nicht nachmachen. Ist bestimmt nicht gesund. Ist auch nicht wie bei Badlands Chucks. Der haut sich nämlich immer 2 Liter direkt so rein. In ganz, ganz kurzer Zeit. Der schluckt das einfach. Nee, der lässt das durchfließen, ohne zu schlucken. Das fand ich irgendwie lustig. Wollte ich auch mal machen. Ist aber trotzdem nicht gesund. Am Ende habe ich ja sonst immer eine Dose Bier geäxt. Aber weil das Bier ist und das auch ungesund ist, lassen wir das weg und trinken jetzt das, was wir hier vorstellen. Erstmal Red Punch. Es ist bald Weihnachten. Ja, der Punsch. Immer schön Punsch zu Weihnachten. Warum nicht? Jetzt auch in Dosenform für zwischendurch. Von Booster, wo ich sagen muss, der geht eigentlich. Ich glaube, ich habe jetzt bei dem schon einen besseren Geschmack als bei dem grünen Red Punch. Schmeckt, ist fruchtig, erinnert irgendwie auch ein bisschen wirklich an die Weihnachtszeit dann, wenn die Leute immer hier Glühwein sich ausschenken von Weihnachtsmarkt zu Weihnachtsmarkt. Wenn du das dieses Jahr nicht haben kannst, gönnst du dir Booster Red Punch. Schmeckt auf jeden Fall gut, ja. Normal müsste ich das alles hier in so ein kleines Gläschen reintun, damit ihr seht, wie das aussieht, wie die Farbe ist. Das wäre eigentlich noch genialer. Jetzt habe ich es aber schon aufgemacht. Das heißt, Booster Red Punch für alle, die wirklich auf Glühwein, Geschmäcker, sonst was, weihnachtliche Stimmung kommen wollen, gönnt euch das. Gab es ja auch mal einen anderen Booster. Weiß ich gerade nicht, welcher das war. Nicht Red Punch, aber der auch irgendwie dazu gepasst hat. Dann haben wir jetzt hier den Booster Hemp, ja, dieses mit
mit dem Hanfzeug drin. Hat einer auch geschrieben, der schmeckt übelst scheiße und riecht so, als hätte, würde jemand neben dir einen rauchen. Kenn mich da nicht so aus in der Szene. Riecht aber auf jeden Fall aufdringlich. Oh, der riecht so gut. Oh, ist der beste Booster. Nein, aber geschmacklich war der letztens nichts. Wir gucken mal jetzt, wie der schmeckt. Hat eigentlich relativ wenig Geschmack. Was mir nur auffällt, er hat mega viel Kohlensäure. Das bitzelt richtig auf der Zunge. Das brennt alles irgendwie. Vielleicht ist das auch schon wieder Coronis. Der hat irgendwie eher noch eine fruchtige Note gehabt. Du hast richtig schön was rausgeschmeckt. Der schmeckt total stumpf. Stumpf, bitzelnd, brennend, richtig säuerlich angreifend, aber nicht mit Geschmack, sondern richtig durch die Kohlensäure alles. Der Geschmack geht total unter. Er riecht auf jeden Fall kräftiger, als er schmeckt, finde ich. Und dafür, dass du dir einfach nur gefülltes Brausepulver dahinter kippst. Nee, muss nicht sein. Da gibt es auf jeden Fall deutlich bessere Geschmäcker. Nee, das ist nix. Das ist wie Wasser mit Zucker und Säure drin. Aber wir haben ja noch einen. Wir haben ja noch Orange Vanille, den ich gar nicht kenne. Den Punch, wie gesagt, kann ich schon. Den Hemp habe ich letztens nach dem Raid-Fix mir einen reingezogen. Orange Vanille müsste eigentlich am geschmeidigsten sein. Orange Limonade immer richtig gut. Vanille macht das vielleicht noch ein bisschen milder alles. Hat eine schöne Dose, hat eine schöne Verpackung. Sieht gut aus mit diesen weißen Streifen dazwischen. Probieren wir mal Orange Vanille. Finde ich auch deutlich besser als Hemp. Schmeckt wirklich wie ein Sahnebonbon von Campino oder desgleichen. Wäre mir aber als Geschmack zum Trinken irgendwie zu strange, weiß ich nicht. Also wenn ich was trinken möchte zur Erfrischung, alles klar. Aber das, wenn du denkst, du willst eine fette Erfrischung und dann frisst du 20 Sahnebonbons, finde ich nicht, dass das irgendwie ein erfrischendes Gefühl auf dich hat. Ist also okay, mal so zum Testen, mal so zum Trinken, aber an sich doch relativ süß. Ist eine ganz spezielle Sorte, könnt ihr euch auf jeden Fall mal gönnen, könnt ihr mal probieren, aber ansonsten wäre das auch was, was ich jetzt nicht unbedingt nochmal kaufen würde. Für mich also der klare Sieger Booster Red Punch. Macht einfach ein richtiges weihnachtliches Feeling, was man so auch hat. Das trinkt man auch so immer mal. Jetzt kann man das aus der Dose sich gönnen. Deshalb für mich Red Punch jetzt die Nummer 1. Und jetzt möchte ich noch dieses eklige, verschmierte Experiment machen, indem wir hier das hässliche Hemd reinfüllen. In dem Moment sehen wir eigentlich, wie das aussieht. Und zwar ist das eigentlich durchsichtig fast, beziehungsweise hat eine kleine, bitzige Note. Dann nehmen wir hier den Booster Orange Vanille. Der dürfte eigentlich kräftiger sein. Ja, der sieht so richtig schön pissgelb aus, beziehungsweise orange. Jetzt sieht das fast schon original aus, wie ein Bierglas mit viel Schaum drin. Aber der dürfte richtig rot sein. Hier, guckt euch das an. Diese Farb. Das ist doch herrlich. So muss es aussehen. Jetzt läuft das hier alles zusammen. Das ist jetzt richtige Plörre. Am besten warten wir noch kurz, bis der Schaum zusammengelaufen ist. Man weiß auch gar nicht, bis wohin man das füllen soll. Sieht aus wie ein richtig großer Noggle Glühwein zum Reinpfeffern. Jetzt muss ich aber mal gucken, wo noch am meisten drin ist. Da ist, glaube ich, am wenigsten. Ich glaube, von den beiden kann ich noch ein bisschen was. Wir hauen von dem aber auch noch was rein. Da wirst du richtig schön wach, dann kannst du den ganzen Tag schön schlafen. Ich glaube wirklich, mir ist danach so schlecht, dass ich mich danach hinlegen muss. Muss erstmal eine Runde pennen. Das ist der große Booster-Test mit den neuen Sorten, die zuletzt also rauskamen. Ihr könnt ja mal schreiben, was eure Lieblings-Booster-Sorte allgemein ist. Und welche Booster-Sorte ihr komplett
doof findet und gar nicht mögt. Ich werde mir das jetzt hier versuchen reinzuziehen. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Und immer schön, dass Pupsi mir irgendwelche komischen Sachen mitbringt, von denen mir immer schlecht wird. So, Prost. Ich glaube, es ist wie fast immer, die beste Lösung ist, alles zu mischen. Dann ist das Säuerliche nicht mehr so sauer, das Süße nicht mehr so süß und das Beste nicht mehr so gut. Aber man kann es insgesamt alles trinken. Und jetzt habe ich solche Bauchschmerzen, dann muss ich erstmal... Tschüss.